Stellt euch mal folgenden Kartentrick vor. Euer Zuschauer denkt an irgendeine Spielkarte. Er soll jetzt ein imaginäres, unsichtbares Kartenspiel durchmischen, sich eine Karte aus diesem Kartenspiel wählen, nämlich genau die, an die er denkt. Er soll diese Karte umdrehen und falsch herum zurück ins Kartenspiel schieben. Jetzt haben wir aber wirklich ein Kartenspiel in der Schachtel. Wir öffnen die Schachtel, nehmen die Karten raus und tatsächlich ist eine Karte umgedreht in diesem Kartenspiel. Genau die, die der Zuschauer jetzt ausgewählt hat. In meinem Fall bei diesem Bühnenauftritt, wo ich einfach irgendwie gefühlt über 100 Kilo gewogen habe. Da hatte ich es dann sogar noch mit einer Vorhersage gekoppelt, denn ich hatte am Morgen von genau dem Tag meines Auftritts ein Instagram-Bild gepostet von genau der Karte, an die der Zuschauer gedacht hat. Das ist eine Erweiterung, über die spreche ich jetzt nicht, aber normalerweise bräuchte man für diesen Kartentrick das hier, ein Trickspiel namens Invisible Deck, das uns genau dabei hilft. Dieses Trickspiel nimmt einem die ganze Arbeit ab, man muss keine Moves machen und dadurch, dass der Zuschauer völlig frei an jede Karte denken kann, wirkt das Ganze von seinem Handling her auch nochmal mega, mega magisch. Solltet ihr die Variante mit dem Trickspiel machen wollen, habe ich was für euch. Ich habe nämlich keinen Sponsor für das heutige Video, aber ihr könnt wieder mich supporten, wenn ihr das möchtet, auf mattisupport.de, der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, könnt ihr nämlich so ein Invisible Deck mit Bicycle-Karten vorbestellen. Das Ganze für 11 Euro plus Versand. Ich kann euch das Ganze leider erst in etwa 4 Wochen schicken, da ich das Ganze neulich erst bei einem Großhändler bestellt habe und ich habe diese ganzen Decks noch nicht bekommen. Ich habe aber 100 Decks geordert. Sollten mehr als 100 von euch zuschlagen, dann order ich natürlich noch viel mehr nach. Also, das ist eine Möglichkeit, wenn ihr mich supporten möchtet. Aber sowohl für diesen Bühnenauftritt als auch jetzt für dieses Video habe ich kein Trickspiel benutzt. Ich habe nämlich verschiedene Methoden entwickelt, wie ihr den Invisible Deck Trick ohne Invisible Deck performen könnt, sondern mit einem normalen Kartenspiel, das der Zuschauer vielleicht sogar mitbringen dürfte. Ich habe mir 3 Varianten ausgedacht. Variante 1 ist für blutige Anfänger. Da müsst ihr fast gar nichts üben für. Ihr braucht keine große Erfahrung mit Karten haben. Ihr könnt sofort loslegen. Variante 2 ist für die Fortgeschrittenen von euch, die schon einige Techniken drauf haben. Ist aber in einigen Punkten stärker und besser als Variante 1. Ich erkläre euch auch gleich warum. Und Variante 3, die Bühnenvariante, die erkläre ich euch heute nicht. Die funktioniert nämlich in der Form nicht auf YouTube, nicht vor der Kamera. Die funktioniert nur genau so für mich auf der Bühne. Aber kommen wir erstmal zur Variante Nummer 1. Und das Ganze tue ich mit der Somnium Cards Zero Edition. Das ist unsere 8. limitierte Edition, die in wenigen Tagen online kommt, limitiert auf 10.000 Decks. Also, falls du dieses Video hier gerade nicht am Sonntag, am Tag des Uploads siehst, sondern etwas später, klick auf jeden Fall auf den Link in der Videobeschreibung, check unseren Shop aus, vielleicht ist das Deck ja schon da. Der Zuschauer darf aus einem gemischten Kartenspiel eine einzige Karte auswählen, an die er gleich denken soll. Und dazu soll er einfach irgendwo abheben und an genau der Stelle, an der er abgehoben hat, sich die Karte bitte unbedingt einprägen. Er darf sie auf gar keinen Fall vergessen. Ihr auch nicht, okay? Gut aufgepasst. Das jetzt in dem Fall hier, das könnt ihr euch gut merken, das ist die Kreuz-Dame. Das ist im Zero-Deck, also in der Somnium Cards Zero Edition, die ich hier benutze, nämlich meine Freundin Roxy. So, die Roxy müssen wir uns einfach nur merken. Die kommt zurück ins Kartenspiel und das Kartenspiel kommt zurück in die Schachtel. Exakt so. Das fasse ich jetzt nicht mehr an. Ich möchte euch einmal bitten, zu Hause, egal wo ihr jetzt gerade seid, ob ihr es am Handy guckt, am PC, am Fernseher, am Tablet, auf eurem Toaster, egal wo ihr gerade seid, macht jetzt mal bitte wirklich genauso mit, sonst funktioniert der Trick nicht. Stellt euch mal vor, ihr habt ein unsichtbares Kartenspiel in eurer Hand, das auf magische Art und Weise verbunden ist mit genau dem Kartenspiel, das ich hier bei mir jetzt gerade liegen habe. Ihr habt ein unsichtbares Kartenspiel, okay? Mischt dieses Kartenspiel jetzt erst einmal durch, okay? Macht einfach die Geste, mischt das erstmal durch. Was macht ihr da? Erstmal aus der Schachtel nehmen, okay? So, Schachtel beiseite. So, mischt das Ganze jetzt erstmal ordentlich durch, okay? Ihr macht genau die Geste, zack, ihr könnt auch einen Riffle Shuffle machen. Genau so. Oder irgendein anderes fancy Shuffeln oder auf dem Tisch, wenn ihr das möchtet. Aus diesem gemischten Kartenspiel machen wir jetzt einen wunderschönen Fächer und wir merken uns exakt eine Karte und zwar die, an die wir jetzt denken. Die Karte, an die ihr gerade denkt und bitte nicht vergessen solltet, die nehmen wir jetzt nämlich, drehen sie um und packen sie mit Gesicht nach oben zurück ins Kartenspiel. Okay, das können wir jetzt auch noch einmal durchmischen, tun es zurück in die Schachtel, machen die Schachtel zu und legen das Ganze vor uns auf den Tisch. Und jetzt stellt euch vor, euer unsichtbares Kartenspiel wäre verbunden mit genau meinem Kartenspiel, das ich hier liegen habe. Stellt euch das einfach mal vor. Wie krass wäre das, wenn ich jetzt das Kartenspiel öffnen würde und genau eine einzige Karte wäre darin umgedreht und es wäre exakt die Kreuzdame, an die ihr die ganze Zeit gedacht habt. Das
wäre absolut Banane. Und wenn das geklappt hätte, dann würdet ihr mir einen Daumen nach oben schulden. Auf jeden Fall. Ja, das ist Variante 1 für die Anfänger unter euch. Die hat aber gewisse Nachteile. Und ich sage euch auch gleich ganz genau, welche. Aber erstmal zeige ich euch noch die Variante für die Profis unter euch. Variante 2 startet exakt hier. Bei einem verschlossenen Kartenspiel, das der Zuschauer sogar selbst mitbringen dürfte. Variante 2 ist nämlich eine komplett hundertprozentige Impromptu-Variante. Das ist Variante 1 nicht. Ich sage euch auch gleich im Tutorial, warum. Aber die Karten können vom Zuschauer selbst mitgebracht sein. Er darf sie selbst aus der Schachtel nehmen, alles untersuchen, die Karten selbst durchmischen, wenn er das möchte. Und sich dann eine Karte aus dem Kartenspiel auswählen, indem er einfach irgendeine Karte mit seinem Finger antippt. Sagen wir mal, in unserem Fall tippt der Zuschauer genau diese Karte hier an. Das wäre jetzt hier die Kreuz 7. Und wisst ihr was? Er dürfte die Karte sogar einmalig machen, indem er sie in irgendeiner Form unterschreibt, sodass es diese Karte nur einmal in diesem Universum gibt. Ja, Kreuz 7 in dem Fall, die kommt zurück ins Kartenspiel. Genauso. Jetzt hatte der Zuschauer ja hier auf die Schachtel aufgepasst. Die kommt jetzt zum Einsatz, denn das Kartenspiel kommt wieder zurück in die Schachtel, in der sonst nichts drin ist. Da kommt das Kartenspiel rein und wir geben es dem Zuschauer in die Hand. Er soll darauf aufpassen. Und jetzt kommt exakt die gleiche Performance. Unsichtbares Kartenspiel durchmischen, eine Karte auswählen, umdrehen und zwar genau die, an die der Zuschauer denkt. Umdrehen, zurück ins Kartenspiel und das Kartenspiel zurück in die Schachtel. Und wieder das gleiche Prinzip, stellt euch vor, genau das wäre jetzt in diesem Deck hier passiert, das hier bei mir auf dem Tisch liegt. Wir schauen nach. Der Zuschauer hantiert alles selbst. Er nimmt das Kartenspiel selbst aus der Schachtel und kann selbst die Karten ausstreifen und sehen, dass sich eine Karte umgedreht hat. Und zwar exakt seine unterschriebene Kreuz 7 und keine andere Karte. Das ist die fortgeschrittenen Variante. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Variante 1 und Variante 2? Variante 2 ist 100% Impromptu. Der Zuschauer bringt alles mit. Es ist exakt so, wie ihr es gerade gesehen habt. Variante 1 für die absoluten Anfänger hat aber ein kleines Manko, das sich an zwei, drei Stellen leider manifestiert im Trick. Und ich sage euch auch welches. Bei Variante 1 arbeiten wir nämlich mit einer doppelten Karte. Ich hatte ja die Kreuz-Dame ausgewählt, ganz bewusst, weil es meine Freundin Roxy ist in diesem Deck. Und da ich nicht nur ein Zero-Deck habe, sondern mehrere, habe ich auch eine zweite Kreuzdame. Das Schöne an der Zero Edition ist, ihr könnt das mit der Herzdame machen und braucht nicht mal ein zweites Deck, denn wir haben eine Herzdame und eine zweite Herzdame für euch im Kartenspiel mit drin. Eine davon ist gealtert, das seht ihr so ein bisschen an den Falten und an der verwelkten Rose im Vergleich zu anderen. Wenn ihr da aber den Fokus nicht drauf legt, bemerkt das euer Zuschauer nicht und ihr könnt das wirklich einfach ganz stumpf als Duplikatkarte benutzen, ohne dass der Zuschauer das merkt. Aber damit die Aktiven unter euch, die unsere Karten auswendig kennen, nicht sofort an eine Duplikatkarte gedacht haben, habe ich eine andere genommen. Also, ihr braucht eine Karte doppelt. Eine dieser zwei Karten kommt zurück in die Schachtel und da bleibt sie die ganze Zeit. Die andere Karte kommt ganz unten unter das Kartenspiel. Okay, hier befindet sich jetzt die Kreuzdame und die andere ist hier in der Schachtel drin. Ihr seht also, in dieser Variante darf der Zuschauer die Schachtel nicht genauer untersuchen. Kommen wir zum zweiten Manko der Anfängermethode, die es aber super simpel macht. Der Zuschauer hat keine freie Wahl und kann nicht irgendeine Karte auswählen, sondern er muss ja exakt die Kreuzdame auswählen, die sich hier unten im Kartenspiel befindet. Das tun wir folgendermaßen. Der Zuschauer darf irgendwo abheben und die andere Hälfte legen wir im 90-Grad-Winkel obendrauf. Jetzt halten wir einen kurzen Moment inne. Wir bauen eine kurze Pause ein und erklären den Zuschauer, okay, du hast dich genau für diese Stelle entschieden, merk dir bitte genau die eine Karte, an der du jetzt abgehoben hast. Jetzt ist genug Zeit vergangen, damit der Zuschauer nicht mehr genau rekonstruieren kann, welche Hälfte kam von wo. Wir nehmen jetzt nämlich die obere Hälfte und zeigen so dem Zuschauer die unterste Karte, die Kreuz-Dame, wobei er gar nicht an dieser Stelle abgehoben hat, denn wenn ihr seht, der Zuschauer nimmt eine Hälfte, legt sie auf den Tisch, eigentlich hat er ja zu dieser Karte abgehoben. Aber wir lassen es so aus, sehen, als hätte er zu dieser Karte hier abgehoben. Und die Zuschauer, glaubt mir, die können das nicht rekonstruieren. Das ist mir in meiner ganzen Zauberlaufbahn vielleicht ein- oder zweimal passiert, dass da jemand meinte, hä, aber ich muss doch die andere nehmen. Wenn sowas passiert, wie ihr damit umgeht, wenn Zuschauer eure Tricks durchschauen oder ihr Fehler macht, dazu habe ich schon ein Video auf meinem Kanal. Das könnt ihr euch ganz in Ruhe anschauen. So, auf jeden Fall, Kreuzdame wählt der Zuschauer aus, dadurch, dass ihr sie ihm so aufzwingt und die kommt zurück ins Kartenspiel. Jetzt nehmen wir die Schachtel, öffnen diese und sehen, die andere Kreuzdame schaut ja nach oben. Okay, also ihr tut sie bitte nicht
so rum ins Kartenspiel, sondern mit Gesicht nach oben. Das hatte ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Das ist natürlich ganz wichtig. Jetzt nehmen wir nämlich das Kartendeck und schieben es zurück in die Schachtel. Und das tun wir so zu uns gedreht, damit der Zuschauer nicht die Kreuzdame sieht. Was wir hier jetzt tun ist, wir legen das Kartendeck nicht einfach oben drauf, weil dann wäre die Kreuzdame ja nur ganz unten, sondern wir drücken mit dem Kartenspiel etwas auf die Schachtel drauf. Und ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, dass die Kreuzdame jetzt hier, Moment, ich komme ganz nah ran. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Die Kreuzdame landet, wenn ich hier mit dem Deck komme und etwas runterdrücke, die landet nicht unter dem Deck, sondern mittig im Deck. Seht ihr das? Ich hoffe, das konntet ihr gut erkennen. Dadurch ist die Kreuzdame jetzt nämlich mitten im Kartenspiel umgedreht. Übt das etwas, das sollte eigentlich easy peasy von der Hand gehen. Ihr nehmt das Kartenspiel so und schiebt die Kreuzdame mitten ins Deck hinein. Okay? Zack. Und das war's. Jetzt ist der Trick schon gelaufen. Dabei beginnt jetzt aber eigentlich die ganze Präsentation. Stell dir vor, du hast ein unsichtbares Deck, bla 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 bla. In der ganzen Zeit gehen wir nie ans Kartenspiel. Das Ganze nennen wir Time Delay. Ja, also wir arbeiten damit, dass die Zeit verzögert ist. Der Zeitpunkt zwischen der ganzen Methode und dem eigentlichen Effekt, der dann für den Zuschauer passiert. Je weiter wir das trennen voneinander, desto weniger kann der Zuschauer am Ende rückschließen darauf, wie wir das Ganze gemacht haben. Okay, Präsentation, unsichtbares Deck, du wählst dir eine aus, bla 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 bla. Und jetzt ist der ganze Trick gelaufen. Der Zuschauer darf selbst sogar die Schachtel öffnen, die Karten rausnehmen, ausstreifen auf dem Tisch und sehen eine Karte. Oha, wie frech von dir. Findest du? Ich gebe mir voll Mühe. Das ist die Anfängervariante. Ich erkläre gleich die Profivariante. Die ist besser. Ja, ist wirklich so. Geh auf deinen Platz. Geh auf deinen Platz. Das ist nicht dein Platz, Madame. Und noch einen letzten Nachteil haben wir in dieser Anfängermethode, denn jetzt befindet sich ja noch eine zweite Kreuzdame irgendwo mitten im Kartenspiel. Ja, und zwar genau hier, die der Zuschauer auf keinen Fall entdecken darf. Wenn ihr das Ganze aber als Finale macht, der Zuschauer hat seine Karte gefunden, sie ist umgedreht im Kartenspiel, bam, mega Reaktion, nehmt die Karte, packt sie zurück, Karte kommt in die Schachtel zurück und das war's. Wenn ihr mehr Tricks sehen wollt, dann müsst ihr mich leider buchen. Fertig, okay? Die Fortgeschritteneren unter euch, die wüssten jetzt, was zu tun ist. Denn wer sich etwas mit Magie beschäftigt hat, der weiß, man könnte die Karte jetzt von der untersten Stelle, beispielsweise mit des Gamblers Cop, einfach aus dem Kartenspiel entfernen und in seine Hosentasche bringen. Oder wenn sie oben wäre, einfach mittels Top Palm von oben wegpalmieren. Genau so. Wir geben den Zuschauer die Karten zum Untersuchen, aber eigentlich befindet sich hier die Karte. All diese Dinge, das können die Pros unter euch. Um dieses Problem aber gar nicht zu haben und das Ganze auf ein ganz anderes Level zu bringen, kommt jetzt die Profi-Variante. Impromptu, der Zuschauer bringt die Karten mit, wir dürfen die Karten durchmischen oder das darf der Zuschauer selbst machen, wie auch immer. Und er wählt sich jetzt eine Karte völlig frei aus dem Kartenspiel, keine Force. Diesmal ist die Wahl wirklich frei. Das macht den Trick allein an dieser Stelle ganz am Anfang schon direkt viel natürlicher. Der Zuschauer darf irgendeine Karte antippen, sagen wir mal exakt die hier, das wäre jetzt in dem Fall die Kreuz 9. Und er darf die Karte jetzt sogar unterschreiben. Um nicht so viele Karten hier zu unterschreiben und damit zu wasten und unbrauchbar zu machen, sagen wir mal, der Zuschauer hätte jetzt wieder hier seine Kreuz 7 von der Performance, die ihr gesehen habt, ausgewählt. Ja? Diese Kreuz 7 kontrolliere ich jetzt nach unten, nach ganz unten im Kartenspiel. Und das habe ich in diesem Fall mittels Spread Cull gemacht. Und das dürften die absoluten Pros unter euch sogar gesehen haben. Also die Karte, die ich hier vorschiebe, ist gar nicht die Kreuz 7, denn die Kreuz 7 kommt jetzt so unter das Kartenspiel und die Fake-Karte kommt ins Deck hinein. Wie ich das Ganze im Detail gemacht habe, habe ich euch schon erklärt. Wenn ihr den Spread-Cull noch nicht könnt, könnt ihr den gleich euch angucken. Ich habe dazu schon ein Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch gleich am Ende im Endbildschirm. Stellt euch mal vor, ihr könntet das jetzt schon. Ich erkläre euch erstmal den Trick zu Ende. Und wie ihr die dann nach unten bringt, das könnt ihr gleich lernen. Wie gesagt, nehmt einfach die Karte und tut sie erstmal unten ins Kartenspiel. Ihr könnt natürlich auch jede andere Kontrolle verwenden. Hauptsache, die Karte landet unten im Kartenspiel. Wir machen jetzt einen Half-Pass mit einer Karte. Das bedeutet, wir drehen die unterste Karte so unterhalb des Kartenspiels um, ohne dass der Zuschauer das sieht und auch hört. Achtung, macht bitte nicht das hier. Ja, das ist zu laut. Erstens, ihr übertönt das Ganze mit euren Worten und zweitens, übt das auch ein, dass es wirklich leise ist. Wie macht ihr diesen Half-Pass jetzt aber unsichtbar? Dazu brauchen wir erstmal einen Break über der untersten Karte. Den können wir uns beispielsweise so mit dem kleinen Finger holen, indem wir jetzt einfach hier die unterste Karte etwas runterziehen. Oder ich drücke hier vorne mit meinem Zeigefinger gegen die Ecke der Karte und dadurch bildet sich auch hier ein Spalt, wo ich den kleinen Finger reinbringen kann. Denn jetzt kann ich ganz bequem die unterste Karte drehen. Wie ist es jetzt aber mit dem Winkel? Ihr seht das ja jetzt hier durch die Kamera ganz genau, was ich mache. Wie könnt ihr das in so einer Situation verstecken? Wie habe ich das gerade in der Performance gemacht? Ihr habt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr im Sitzen am Tisch performt, so wie ich jetzt, tut Folgendes. Die Karte ist nach unten kontrolliert, zack,
Wir lehnen uns etwas zurück, wir entspannen uns und bringen dadurch die Hand in folgende Position. Seht ihr das in der Hauptkamera, in welchem Winkel das Kartendeck jetzt ist? Bringt niemals die Karten außer Sichtweite, ja, nicht unter den Tisch. Das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden, das ist auffällig, dann weiß der Zuschauer, irgendwas passiert. Aber wenn ich mich entspanne, ist es völlig klar, dass das Deck nicht mehr hier vorne auf der Tischplatte liegt, sondern dass ich hier an der Tischkante bin. Und in diesem Winkel, seht ihr das? In dem Winkel kann ich jetzt ganz bequem die unterste Karte umdrehen und wenn ich hier an der Tischkante bin, seht ihr das nicht. Ja, ich drehe die gerade die ganze Zeit hin und her. In der anderen Kamera seht ihr das, dass ich sie hin und her drehe. Aber in der Hauptkamera seht ihr es nicht. Und das Ganze habe ich getarnt, indem ich mich zurückgelehnt habe und jetzt zusätzlich dazu noch Misdirection genutzt habe. Wenn ihr im Stehen arbeitet, ist das weniger ein Problem, weil der Zuschauer dann mehr von oben auf die Karten guckt und weniger von vorne oder von der Seite. Im Stehen ist das gar kein Problem. Wenn ihr direkt vor eurem Zuschauer steht, dann könnt ihr den Halfpass ohne Probleme durchführen. In beiden Fällen kombiniert das Ganze unbedingt mit einer Misdirection. Misdirection ist das englische Wort für Ablenkung. In dem Fall lenken wir unseren Zuschauer damit ab, dass er ja die ganze Zeit die Schachtel in der Hand hält und die soll er uns jetzt bitte reichen. Und in genau dem Moment passiert der Halfpass. Du hast die Schachtel in deiner Hand, ja? Kannst du die einmal bitte? Ja, in dem Moment habe ich es gerade gemacht. Also, der Zuschauer wählt die Karte, die kommt zurück ins Kartenspiel. So, deine Karte ist verloren. Du hast die Kartenschachtel die ganze Zeit in deiner Hand. Kannst du die einmal? So, und da ist es schon passiert. Okay? Jetzt ist die Karte allerdings ganz unten. Wir müssen also noch einmal abheben und jetzt sind wir fertig. Die Karte ist umgedreht im Kartenspiel mit seiner Unterschrift. Keine Duplikate, kein Gimmick-Deck oder sonst was. Seine Karte ist umgedreht im Deck. Das ist keine doppelte Karte. Klar, wenn ihr mit einer Unterschrift arbeitet, dann geht ihr sowieso diesen Duplikatsverdacht. Aber selbst wenn, das ist die fortgeschrittenen Variante. Jetzt wisst ihr, wie dieser Trick funktioniert. Aber falls ihr den Spread-Keil noch nicht beherrscht, dann klickt jetzt auf genau dieses Video und lernt ihn auf jeden Fall. Wir sehen uns da. Lasst Vergangenheits-Matti auf jeden Fall in den Kommentaren liebe Grüße von Zukunfts-Matti da. Da wird er sich auf jeden Fall freuen drüber.